Heute geht ja ein richtiger Wind. Es ist schon voll herbstlich. Paula? Oh, vielleicht ist sie schon unten. Dann ziehe ich mich kurz an und gehe dann runter. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Amelie. Hast du gut geschlafen? Ja, unter der Bettdecke war es so schön warm. Nicht so wie hier. Hier ist es ja voll kalt. Ja, finde ich auch. Mama macht auch schon einen warmen Tee. Was möchtet ihr denn für einen Tee haben? Apfeltee. So, der muss jetzt erst einmal ziehen. Wir gehen ins Wohnzimmer. Komm unter die Decke. Oh ja, ich friere so. Oh je, ist euch so kalt? Ja. Vielleicht ist es jetzt doch an der Zeit, den Ofen anzumachen. Wir warten, bis der Papa kommt. Er soll dann mal Holz holen. Wo ist Papa eigentlich? Er ist im Baumarkt und kauft einen neuen Rechen. Der alte ist gebrochen. Er wollte heute Morgen eigentlich die Blätter zusammenrechen. Oh, dann möchte ich später im Laub spielen. Das könnt ihr gerne machen, aber hier habt ihr erstmal euren Tee. Ihr solltet aber noch etwas frühstücken, wenn ihr heute draußen spielen wollt. Dürfen wir hier essen? Na gut, was wollt ihr denn haben? Müsli! Hallo Annette, hallo Matteo. Hallo Kinder, ich habe etwas ganz Besonderes gekauft. Hallo Papa, aber ich finde einen Rechen jetzt nicht ganz so besonders. Aber nein, wartet kurz, ich hole es aus dem Auto. Oh je, was da jetzt wohl kommt. Tada! Wie toll! Wie toll! Den Drachen gab's im Baumarkt. Vielleicht windet es später noch etwas stärker, dann könnt ihr den Drachen steigen lassen. Ja, das möchte ich unbedingt machen. Ach ja, Matteo, kannst du bitte Holz für den Ofen holen? Wir frieren alle. Okay, dazu muss ich erst in den Wald von Opa gehen. Opa hat einen eigenen Wald? Nein, mein Vater hat nur ein Waldgrundstück, also einen Teil von Wald. Und er hat dort Holz gelagert, das wir benutzen dürfen. Darf ich mitkommen? Ja klar, dann gehen wir am besten gleich los. So, wir sind da. Ah, hier ist eine richtig frische Luft. Mal was anderes als diese Stadtluft. Hier ist das Waldgrundstück. Da hinten steht auch schon das Holz. So, ich glaube, beim Holztragen kannst du mir nicht so gut helfen. Am besten, du schaust dich hier ein bisschen um. Amelie, wir gehen jetzt los. Ja, ich komme. Wir sind wieder da. Ja, schön, und ihr habt viel Holz mitgebracht. Mama, was kochst du? Ich mache eine Gemüsepastete. Das gibt ein schönes Feuer. Mama, wir gehen mit Papa nach draußen. Ist gut, bis die Pastete fertig ist, dauert es eh noch etwas. Dürfen wir in diesem Laubhaufen spielen? Okay, aber schaut, dass ihr die Blätter nicht wieder überall verteilt. Hihihi, ich bin ein Blättermonster. Papa, wir wollen jetzt Drachen steigen. Dürfen wir mit Julia und Miriam auf die große Wiese gehen? Ja, na gut. Aber sprecht das bitte noch mit Thomas und Rieke ab. Hallo. Hallo, Rieke. Dürfen wir mit Julia und Miriam Drachen steigen gehen? Julia, Miriam, kommt mal. Amelie und Paula sind hier. Hallo. Hallo. Wollt ihr mit uns unsere neuen Drachen steigen lassen? Ja! Ja! Bleibt aber auf der großen Wiese hinterm Haus, dann sehe ich euch. Wollen wir ihn hier steigen lassen? Ja, okay. Der Wind ist gerade richtig toll. Ich will auch mal. Na gut, hier hast du die Schnur. Juhu!
Oh nein, er fällt! Ach, schade. Jetzt möchte ich ihn auch mal steigen lassen. Oh oh, der Wind ist richtig stark. Oh nein! Ah! Der Drache! Oh nein, der Drache ist hier in den Wald geflogen. Wir müssen ihn suchen. Wir haben ihn doch heute erst bekommen. Ich habe ihn gefunden. Wow, schaut mal. Wie bekommen wir den Drachen da nur runter? Da gibt es gar keine Leiter. Ich habe einen Weg gefunden. Da sind Steine. Okay, ich kletter da hoch. Bäh, dieser blöde Farn ist im Weg. Hoffentlich ist er nicht voll mit Käfern. Ich bin oben. Super. Was ist das denn? Dieses Baumhaus steht hier wohl schon eine Weile. Das ist ganz mitgenommen. Dieses Fenster fehlt. Der Drache liegt auf dem Dach. Dann kann ich hier über diese Holzplatte aufs Dach klettern. Oh, das ist aber ganz schön hoch. So, gleich bin ich auf dem Dach. Puh, ist das anstrengend. Ja, ich habe den Drachen. Hier ist er und er ist sogar noch ganz heil. Zum Glück. Paula, diese Aktion darf aber niemand erfahren. Wir sind wieder da. Hallo, Annette. Hallo, die Pastete ist gerade fertig. Sehr lecker. Danke, nachher müsst ihr aber auch noch baden. Okay, aber mit viel Schaum. Wollt ihr diese Badeessenz mit dem Alpaka drauf haben? Oh ja. Hihi, so viel Schaum. Ist der neue Drache denn gut? Ja, und wir haben heute sogar ein Baumhaus am Waldesrand gefunden. Da werden wir im Herbst bestimmt ganz oft drinnen spielen. Die Laterne wird richtig schön. Ich freue mich schon auf den Laternenumzug. Ich mag das Essen. Ja, das ist auch immer toll. Katja hat gesagt, dass es für jedes Kind einen Rosinenmann gibt. Lecker! Na, klappt es bei euch? Ja, ich bin gleich fertig. Super! Wir wollen beim Laternenumzug ein großes Feuer machen. Es wäre toll, wenn jedes Kind ein paar Äste mitbringen könnte. Okay, machen wir. Wir können doch zur großen Wiese gehen und am Waldrand Äste sammeln. Dann können wir auch gleich beim Baumhaus vorbeischauen. Ja, da will ich wieder hin. Dann treffen wir uns heute Nachmittag auf der großen Wiese. Schau mal, die Falltür. Echt? Das ist eine Falltür? Ja, stell dich mal drauf. Falle ich dann runter? Mal sehen. 3, 2, 1. Ah! Ist alles in Ordnung? Ja, wie toll. Ich bin unter dem Baumhaus. Was gibt es da zu sehen? Nur Steine. Ich komme wieder hoch. Das ist ein richtiges Häuschen. Nur für uns vier. Ja, nur schade, dass wir im Winter nicht so oft hier spielen können. Naja, vielleicht können wir bis zum Winter das Baumhaus schön herrichten. Ja, ich will hier noch einen Tisch hinstellen. Und Stühle. Aber nicht heute, mir ist kalt. Dann sammeln wir schnell ein paar Äste und gehen heim. Wir können ja morgen nochmal herkommen. Hallo, die Pastete ist gerade fertig. Sehr lecker.
Diese Kiste können wir gut als Tisch benutzen. Dann wird es schon gleich viel gemütlicher. Hört ihr auch Stimmen? Ja, ist jemand bei unserem Baumhaus? Da sind andere Kinder. Das ist voll cool. Ja, wir können hier spielen. Das ist unser Baumhaus. Was machen wir denn jetzt? Wir waren doch vor denen beim Baumhaus. Dann sagen wir ihnen das eben. Das ist unser Baumhaus. Hä, was wollt ihr? Das Baumhaus gehört uns. Wir haben es aber schon vor ein paar Wochen entdeckt. Das kann ja jeder sagen. Aber wir haben extra eine Kiste als Tisch dabei. Ja, ja, eine Kiste als Tisch, schon klar. Wir gehen hier nicht weg. Und was machen wir jetzt? Wir gehen auch aufs Baumhaus. Das gehört schließlich uns. Geht runter. Nein, das gehört uns. Ihr sollt hier weggehen. Was ist denn hier los? Hier war ich ja lange nicht mehr. Hallo, was macht ihr denn da auf dem Baumhaus? Wer ist das denn jetzt? Oh oh, das ist ein privates Grundstück. Ihr kommt da sofort runter. Na danke, nur wegen euch müssen wir jetzt gehen. Aus dem Weg. Hey, ah! Amelie! Schnell weg, das war ein Außersehen. Oh je, hörst du mich? Kannst du dich aufsetzen? Hol schnell den Bollerwagen, wir müssen sie nach Hause bringen. Schaut, dass sie stabil liegt und sagt mir, wo sie wohnt. Arme Amelie. Hier wohnen wir. Hallo Paula, was ist denn hier? Daniel? Matteo? Hoffentlich ist mit Amelie nichts Schlimmes. Ja, der Arzt wird sie gründlich untersuchen, aber es ist gut, dass ihr gleich nach Hause gekommen seid. Zum Glück kam sie wieder schnell zu sich. Ich hatte so Angst um sie. So ein Sturz ist nicht ohne. Annette wird bestimmt bald mit Amelie kommen. Hallo, hallo, wir sind wieder da. Oh, Amelie, was ist das denn für ein Verband? Ich habe wegen dem Sturz eine Wunde am Kopf. Oh je, du Arme. Was hat der Arzt denn gesagt? Amelie war kurzzeitig bewusstlos, aber dadurch, dass sie schnell wieder zu sich gekommen ist, verbleiben nicht zu große Schäden. Da bin ich froh. Ich auch. Der Arzt hat gesagt, dass ich Glück hatte, weil ich nicht mit dem Kopf zuerst auf den Boden gefallen bin. Aber sie soll sich schonen. Dann schauen wir mal, ob du beim Laternenumzug mitmachen kannst. Ich will aber unbedingt mitlaufen. Ich habe doch extra dafür eine Laterne gebastelt. Jetzt erhol dich erstmal, dann sehen wir weiter. Wo gehst du hin? Ich gehe zu Daniel. Der Förster, der mich nach dem Sturz nach Hause gebracht hat? Ja, genau, wir haben uns viel zu erzählen. Woher kennt ihr euch eigentlich? Wir waren früher sehr gut befreundet. Wir gingen in die gleiche Klasse. Und ihm gehört der Wald, in dem das Baumhaus steht? Ja, das Baumhaus übrigens auch. Naja, zur Hälfte. Erzähl schon. Wir haben früher das Baumhaus gemeinsam gebaut. Das Baumhaus gehört auch dir? Dann gehört es ja praktisch uns. Naja, das Baumhaus hat später nicht mal mehr uns gehört. Wie, das Baumhaus gehört euch nicht mehr? Mir jedenfalls nicht, aber wenn Daniel jetzt der Wald gehört, hat er es wohl zurückbekommen. Wem hat das Baumhaus denn für eine Weile gehört? Papa? Das erzähle ich lieber nicht. Sagst du dann, warum ihr euch aus den Augen verloren habt? Wir durften uns nicht mehr sehen, aber wie gesagt, ich erzähle das lieber nicht. Ich möchte nicht, dass so etwas nochmal passiert. Schade.